Für mich ist vielmehr die Frage, okay, will ich mich eigentlich noch als Deutsche identifizieren oder ist es nicht eigentlich, für mich ist es eigentlich, ich will lieber mich als europäisch oder Weltbürgerin identifizieren. Es ist ein doch sehr emotionales Thema. Ich denke, Gesang ist dazu auch gewissermaßen die beste Art. Ich finde es total wichtig, dass mit Zeitzeugen gesprochen wird. Was ich richtig super fand, waren, dass es drei so unterschiedliche Perspektiven waren. Die alle aus einem einzigen Bedürfnis heraus, dem Freiheitsbedürfnis, anders mit dem System umgegangen sind. Kunst ist ein ganz, ganz wesentliches Mittel, um die Auseinandersetzung auf eine andere Ebene zu bringen. Und wenn das, was mich bewegt, in ein künstlerisches Produkt, in eine künstlerische Form passen kann, dann ist das total wertvoll, weil ich dann rausfinde, was es noch mit mir macht. Ich finde eben auch, man muss immer das Pro und Contra gegeneinander gut abwägen. Und das vollzieht sich natürlich durch das Erleben, zum Beispiel eben auch durch das Aufführen mal so in der DDR. Aber dann muss man eben auch sagen, was lege ich auf die andere Waagschale. Und wenn ihr sie auf eure Art politisiert, indem ihr sie entschlackt und reinigt von demagogischen und ideologischen Momenten, dann kommt der humanistische Grundgedanke vielleicht mal wieder so richtig zum Leuchten. Bevor ich am Freitag hier angekommen bin, kannte ich die Kinderhymne von Bertolt Brecht nicht. Aber durch die thematische Auseinandersetzung mit der ganzen deutsch-deutschen Wiedervereinigung, mit den Zeitzeugen, aber auch der Austausch innerhalb der Gruppe, haben mir geholfen oder haben auch der Gruppe geholfen, diesen Text auf das jetzige Deutschland zu übertragen. Und wir haben schon in diesem Text sehr viele Sachen gefunden, die uns tief bewegt haben oder die uns sehr ansprechen. Und ich gehe heute raus aus dem Seminar und wünsche mir, dass das unsere Hymne ist. Also es muss weitergeführt werden, weil wir sind trotzdem irgendwo ein exklusiver, privilegierter Kreis. Und der Ronny, der Malermeister ist und bei der AfD ist, der ist genauso Zeitzeuge und der ist genauso in diesen Diskurs involviert. Aber der wird halt nicht so sichtbar. Und dafür müssen wir genauso sorgen. Wir müssen trotzdem immer wieder noch in Dialog treten und wir müssen uns viel, viel besser noch kennenlernen. Und wir müssen uns mehr Fragen stellen, wir müssen viel mehr zuhören. Und wir müssen das dann nutzen, um diese Auseinandersetzung und um diesen Prozess,
der Wiedervereinigung voranzubringen. Man hat ja immer so ein Bild von der DDR. Es gibt so ganz wenige Erzählstränge, die immer wieder auftauchen. Also ganz wenige Narrative. So im Osten gab es irgendwie, weiß ich nicht, keine Früchte, wieder keine Bananen oder die Stasi war überall und es war alles ganz böse. Natürlich muss man das Ganze kritisieren können. Aber es gibt eben auch den Alltag in der DDR. Es gibt ganz viel mehr als nur dieses Schwarz-Weiß. Tatsächlich ist es mir auch erst aufgefallen, als ich zum ersten Mal nicht in Osten gewohnt habe, dass andere Leute einen als Ostdeutscher wahrnehmen. Da haben die Witze angefangen, auch wenn sie natürlich nicht böse gemeint sind oder so, sind das immer noch ja, irgendwie diese Barrieren, die wir in den Köpfen haben. Und ich befinde mich ständig in so einem inneren Dilemma zwischen, wir dürfen das nicht vergessen, damit wir eben auch Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen, aber gleichzeitig eben, dass wir das irgendwie schaffen, diese Mauer in den Köpfen auch wegzukriegen. Ich denke, diese Ost-West-Problematik muss irgendwann verschwinden. Wir sind alles deutsche Staatsbürger und sollten uns versuchen, an einem ethischen und politischen Katalog entlang zu arbeiten, ohne diese komische Ost-West-Schranke im Kopf zu haben. Inzwischen halte ich sie langsam für ein Phantom. Und ich glaube, das wäre meine Bitte an eure Generation, weg damit. Weg damit, seid einfach Weltbürger, Europäer. Dann ist dieser komische Ost-West-Konflikt nicht mehr relevant.